Hi, mein Name ist Sebastian. Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal Mr. Handwerk. Heute geht es um dieses kleine Teil hier. Das ist ein Winkelschleifer von Bosch, 12 Volt getrieben. Es gab in der vergangenen Zeit zwei, drei Videos von mir, beziehungsweise von meiner 12 Volt Serie von Bosch. Und da habe ich zwei Geräte ausgeschlossen. Einmal diesen kleinen Winkelschleifer und einmal den Elektrohobel. Meiner Meinung nach braucht man das Ganze nicht, ist nur Spielzeug. Aber ihr wart anderer Meinung und deswegen habe ich mir jetzt diesen tollen Winkelschleifer von Bosch zugelegt und werde den heute mit euch gemeinsam testen. Und dafür habe ich mir den Winkelschleifer bestellt und zwar in der L-Box. Damals, also auf Amazon vor zwei, drei Wochen, gab es gar nicht so einen großen Preisunterschied zwischen Karton, also sprich Lose, und der L-Box. Also habe ich mich für die L-Box entschieden. Das Ganze habe ich für rund 100 Euro bekommen, ohne Akku allerdings und Ladegerät. Macht nichts, weil ich ja mittlerweile ganz, ganz viele 12-Volt-Geräte von Bosch habe. Unter anderem hier diese kleine Handsäge oder diese kleine Lampe und unzählige mehr. Wie gesagt, das Video dazu, das werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Und mittlerweile gibt es von mir auch eine kleine Liste. Amazon sagt es als Shop. Ich verkaufe eigentlich gar kein Werkzeug. Ich präsentiere eigentlich dort nur mein Werkzeug. Sprich, ich habe Listen erstellt, wo du beispielsweise E-Geräte findest, Sachen zum Schleifen, Sachen zum Sägen, Sachen zum Hobeln, Sachen zum Lackieren, zum Bohren und so weiter und so fort. So kleine Rubriken. Und da kannst du raufklicken und da findest du wirklich jedes Werkzeug. Jedes Werkzeug, was ich hier in meiner Werkstatt habe, wirst du dort finden. Wenn du da Interesse hast, schau mal vorbei. So, die 12 Volt Akkus laden und wir schauen uns das Gerät mal an, wie es angekommen ist. Allerdings muss ich jetzt hinzufügen, ich habe das Ganze schon mal geöffnet und ein paar Zubehörteile reingelegt. Bedienungsanleitung lese ich zwar nie durch, beziehungsweise ich blätter die mal ganz grob durch. Ich kann euch einfach nur empfehlen, das Ganze wirklich sich mal ganz kurz Zeit zu nehmen und das Ganze durchzuschauen. Unter anderem findet man dann Funktionen, wie es bei mir immer so ist, die man vorher nicht wusste, beispielsweise bei der LED-Lampe, dass man die auch in zwei Stufen dimmen kann. So, ich habe hier hinzugefügt bereits, finde ich eigentlich ganz praktisch von Bosch, dass du hier verschiedene Taschenmulden hast, um verschiedene Trennscheiben einzufügen. Ich habe mir separat Schleifscheiben bestellt. Und zwar insgesamt 5 Stück und eine Trennscheibe für beispielsweise Fliesen. Vom Bosch im Lieferumfang waren natürlich schon 3 bzw. 2 Trennscheiben dabei und eine, ich sag's mal jetzt, Wood-Plastik, das ist so ein Universalblatt. Ne? So. Und das ist das eigentliche Gerät. Hier passen natürlich noch mal ein paar Akkus rein und beispielsweise ein Ladegerät. Trennscheibe, wie jeder sie kennt, nur natürlich in klein. Wir haben hier einen Durchmesser von 76 mm und eine Bohrung von 10 mm. Dementsprechend könnt ihr euch auch Zubehör von anderen Herstellern bestellen. Wir fangen jetzt einfach mal mit dieser Trennscheibe an. Ganz, ganz wichtig bei Trennscheiben, bitte, bitte eine Schutzbrille verwenden. Viele machen es nicht. Was kann passieren? Diese Scheibe hier, wenn du sie irgendwie schief ansetzt, kann es dazu kommen, dass die Scheibe springt und euch dann Teile wirklich ins Gesicht fliegen und die Augen raushauen oder irgendwie ganz, ganz fette, böse Verletzungen entstehen. Gibt es wirklich, ungelogen, sind auch schon welche dran gestorben an den Verletzungen. Also bitte, bitte, bitte eine Schutzbrille verwenden. Das ist das Gerät an sich. Sehr, sehr klein und sehr, sehr handlich vorab. Fehlt natürlich noch der Akku. Zack, reingelegt, 12 Volt, an, aus und hier haben wir eine Akkuanzeige, ist bei den meisten 12 Volt Geräten verbaut, ist sehr, sehr handlich, muss ich sagen. Hier haben wir die Arretierung, sprich, na, so, das Ganze arretiert und dann haben wir hier auch einen Schlüssel und damit können wir das Ganze auch öffnen und werden das erste Trennblatt mal einspannen. Ich muss sagen, ich hätte mir vielleicht hier so ein kleines Schnellspannprinzip gewünscht. Kennt ihr wahrscheinlich von einem großen Winkelschleifer, dass man einfach mit der Hand das Ganze festziehen kann. Ist viel, viel schneller und einiges praktischer. Hier ist der Flansch.
Obacht beim Draufsetzen, dass das Blatt bzw. die Trennscheibe auch richtig draufsetzt. Und dann könnt ihr das Ganze auch verschrauben. Bitte wie immer handfest ziehen. Nach fest kommt ab und so eine kleine 5er Gewindeschraube, die kann ganz schnell mal reißen. So, jetzt ziehen wir das Ganze handfest und arretieren das Ganze wieder bzw. lösen die Arretierung. Und die Scheibe ist drin. Wie legt man so eine Scheibe rein? Ganz, ganz einfach, dass das Sichtfeld immer zu dir zeigt. Ne? So habe ich es jedenfalls gelernt. Ob das jetzt eine Rolle spielt, weiß ich allerdings nicht. So, an, aus. Hört sich an wie eine elektrische Zahnbürste. Da ihr ja wisst, dass ich eine Holzwerkstatt habe, werden wir das Ganze draußen machen. Denn bei mir liegt ziemlich viel Späne rum. Und ich habe wirklich ein bisschen Bedenken, ob das so gut ist. So, machen wir erstmal den ersten Schnitt. Ich habe hier 1 mm Rundstahl. Den Rundstahl hat er wirklich gut gemeistert, also war nicht anders zu erwarten, beziehungsweise habe ich mir jetzt nichts anderes vorgestellt. Die Scheibe ist auch noch ganz, vielleicht haben wir jetzt einen Millimeter davon abgenommen, wenn überhaupt. Jetzt habe ich hier einen Flachstahl von 20 x 4 mm. Das Schöne ist auch hier, ihr könnt den Schieberriegel nach vorne drücken und dann nach unten und somit bleibt die Maschine an, finde ich ganz gut. Und zum schnellen Lösen einfach hier drauf klipsen und dann ist die Maschine aus. Ich habe jetzt mal ein bisschen doller gedrückt, um die Motorleistung ein bisschen zu testen. Aber es ist eigentlich auch nicht anders zu erwarten, wenn ich jetzt richtig doll drücke, dass der kleine Winkelschleifer schlapp macht. Kommen wir zum nächsten Test. Und zwar habe ich jetzt hier ein Stahlstück von 1,2 cm Stärke und 50 mm Breite. So, jetzt hören wir natürlich auf. Das ist natürlich so ein bisschen irrsinnig. Ich denke, dass kein Mensch auf der Baustelle, es sei denn, es ist irgendwie Not am Mann oder du musst es dringend machen, aber kein Mensch wird jetzt so ein dickes Stahlprofil mit so einem kleinen Winkelschleifer schneiden. Wahrscheinlich brauchst du eine Akkuladung und 2 Blätter dafür. Ich bin sogar davon überzeugt, dass diese Maschine das schaffen würde, aber wir wollen es jetzt nicht drauf ankommen lassen. Aber mit einer Fächerscheibe kann man natürlich jetzt irgendwelche Bohrungen in Graten oder beispielsweise Flugrost oder Rost entfernen oder das Metall auf richtige Form bringen. So schaut jetzt die Fächerscheibe aus und wie ihr sehen könnt, ist die schon ziemlich stark in Mitleidenschaft geworden. Das Ganze funktioniert, aber ich muss dazu sagen, beziehungsweise ich denke, so großflächige Flächen kannst du damit jetzt nicht abschruppen. Mal eine Schweißnaht abziehen, das geht, mal Kanten entgraten, das geht auch alles. Hört sich so ein bisschen an wie, ja, weiß ich nicht, so ein bisschen, wenn ich damit arbeite, so wie Spielzeug. Und letztendlich macht es, was es soll. Zu guter Letzt habe ich noch meine Stahlplatte. Das wird ein Projekt, besser gesagt, das wird ein Fuß werden. Und die Kanten hier muss ich natürlich jetzt vorweg so ein bisschen entgraten, die Kanten so ein bisschen rundschleifen. Und dafür nutzen wir mal diesen kleinen Winkelschleifer hier. Yeah.
Ja, es macht, was es soll. Es ist sogar möglich, jetzt die Kanten abzurunden. Natürlich braucht man jetzt dafür um einiges länger, als wenn du jetzt eine 125er Fächerscheibe verwendest. Aber mal so eben auf der Schnelle, wenn du auf der Baustelle bist oder für den Heimwerker zu Hause, der mal schnell was durchsägen will, ist das ziemlich praktisch. Und es macht süchtig, weil es sich wirklich leicht bedienen lässt und es ist nicht so schwer wie ein Winkelschleifer, den wir normalerweise kennen, die akkugebundene Version oder die kabelgebundene Version. Aufgrund des starken Motors hast du natürlich auch ganze Zeit was in der Hand und auf Dauer ist es natürlich schwer. Jeder Metaller, jeder Schweißer weiß es, der tagelang in der Werkstatt stand und irgendwie eine Flex gehalten hat, weil er irgendwie Ecken abgeschrubbt hat. Irgendwann geht es wirklich auf die Gelenke und ja, damit lässt sich's wirklich bequem arbeiten. Und jetzt kommen wir zum letzten Test, beziehungsweise vorerst letzten Test. Ich habe jetzt hier eine kleine Trennscheibe aufgespannt. Damit kann man beispielsweise Fliesen zuschneiden. Leider habe ich keine Fliese, aber ich habe was anderes, ist vielleicht vergleichbar. Und zwar ein Kalksandstein. Wahrscheinlich wird es jetzt mega Staub machen. Um mal schnell einen Kabelschlitz zu schlitzen, ja, funktioniert auch. War aber nicht anders zu erwarten. Ja, schade, dass ich keine Fliese zur Verfügung habe. Dann hätte das wahrscheinlich ein bisschen anders ausgesehen. Aber ich bin der Meinung, dass die Scheibe hier auch stinknormale Fliesen schneiden kann. Beziehungsweise auch dicke Fliesen für den Außenbereich. Kennt ihr die dicken, fetten, roten? Die Scheibe hat übrigens auch um die 20 bis 25 Euro gekostet, also eine recht hochwertige. Und jetzt werden wir noch mal zu guter Letzt das Universalblatt von Bosch einbauen. Und zwar steht hier ganz klar drauf: Wood, Plastik, Wood Nails, Pflaster. Also ich vermute mal, damit könnt ihr Pflastersteine, ja, wie der Name schon sagen, Holz und so weiter und so fort, fräsen. Und wir werden jetzt damit mal Plastik zuschneiden. Und zwar habe ich mir zwei Plastikröhrchen besorgt. Und mal schauen, das kommt ja auch des Öfteren mal vor auf dem Bau, dass man so einen Kunststoffrohr mal schnell zuschneiden muss. Ja, und dazu eignet sich eigentlich diesen kleinen Winkelschleifer hier auch. Und es funktioniert. Stinkt natürlich total nach Kunststoff. Ja, und wenn es das kleine Kunststoffrohr schafft, dann schafft es auch dieses Acrylrohr hier. Das andere war gerade ja so mehr ein bisschen Plastik und das ist ein bisschen acrylig, würde ich sagen. Also ich hoffe, ihr wisst, welchen Unterschied ich meine. Macht auf jeden Fall Spaß, mit diesem Universalblatt zu arbeiten. Es geht recht fix und ist sehr, sehr scharf. Ja, macht auch, was es soll. Schauen wir uns jetzt mal unser Schmuckstück an. Also die Scheibe hat natürlich jetzt ein paar Brandspuren von Kunststoff. Das ist aber ganz normal, wird natürlich warm und haftet dann am Blatt. Dadurch, dass ich jetzt den Kalksandstein geschnitten habe, ist sie natürlich ein bisschen verdreckt, die Maschine. Ich hatte jetzt beim Arbeiten jetzt Angst gehabt, dass natürlich hier Steine reinfliegen und Dreck. Und dass das Ganze dann nicht mehr geht, da muss man natürlich drauf achten. Das ist vielleicht ein bisschen anfällig. Ansonsten von der Akkuleistung her, für den gesamten Test haben wir jetzt noch einen Balken. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob der gerade angefangen hat, ob vielleicht noch gerade der zweite war. Aber ich habe eine Menge damit gemacht, vor allem mit der Schrubbscheibe Kanten geschrubbt.
Bin eigentlich ganz zufrieden mit diesem Teil. Muss sagen, dass ich das Teil wirklich weiterempfehlen kann. Es gibt eigentlich nicht viel dran auszusetzen. Die Arretierung ist super. Natürlich hätte ich mir jetzt hier ein Schnellspannsystem gewünscht. Ist vielleicht nicht machbar, weil es sehr, sehr klein und filigran dann ist. Weiß ich nicht so genau. Beim Schalter finde ich halt total toll, dass du den festsetzen kannst. Nachteil ist natürlich wiederum, dass hier kleine Steinchen oder Dreck reinfallen kann, dass das Ganze dann vielleicht nicht mehr funktioniert. Akkuleistung ist top. 76er Blatt, vielleicht hätte man auch ein 80er rausmachen können, ein bisschen mehr Größe oder 90, 85, 90, so hätte ich mir vielleicht gewünscht. Ansonsten muss ich euch wirklich recht geben, richtig, richtig geiles Teil werde ich jetzt auch mitnehmen, denn ich werde bei Schwiegermama eine kleine Solaranlage verbauen und zwar geht es darum, um Carportbeleuchtung, um Garagenbeleuchtung, ein kleines Solarpanel mit Bewegungsmelder und so weiter und so fort. Und da muss ich natürlich viele, viele Kabel ziehen. Und für den Außenbereich verwendet man so kleine Kunststoffrohre. Und die kann ich damit richtig super zuschneiden. Ne? So, ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wenn ja, lass einen Handwerker-Daumen da, lass einen Kommentar da. Teil dieses Video und wie immer findest du alle Infos zu diesem Video, Instagram, Facebook, das Produkt und viele weitere tolle Sachen unten in der Videobeschreibung. Ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, euer Mr. Handwerk. Ciao.